Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch eine Buchvorstellung für euch und zwar habe ich vor einigen Wochen ein Paket vom Piper Verlag bekommen und in diesem Paket waren ganz, ganz viele tolle, coole Sachen drin. Wer mir auf Instagram folgt, hat das Paket auch gesehen und ja, das Herzstück dieses Paketes war das Schätzchen hier. Finde mich jetzt von Katinka Engel. Und dieses Buch ist der erste Teil von dreien und es ist eine Contemporary Romance Geschichte und in jeder dieser drei Bücher geht es um ein anderes Pairing. Ich bräuchte jetzt wieder Tina, die mir wieder sagt, wie das dann heißt, wenn das bei einer Reihe so ist. Ich werde mir das einfach niemals merken, wie es heißt. Tina, falls du das siehst, schreib es bitte nochmal in die Kommentare, damit auch ich es vielleicht irgendwann einfach mal lerne, wie diese Bezeichnung dafür ist, wenn man eine Reihe hat, wo in jedem Buch ein anderes Paar die Hauptrolle spielt. Ich werde es mir einfach nicht merken. Verdammt. Auf jeden Fall ist das hier eine in sich abgeschlossene Geschichte. Und wie mir diese Geschichte gefallen hat, das verrate ich euch jetzt. Endlich, endlich, endlich darf ich euch das jetzt verraten. Denn ich habe das Buch ja schon etwas länger im Vorlauf bekommen. Und darf euch aber erst heute erzählen, wie mir das Buch gefallen hat. Und das mache ich jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie ich bereits sagte, ist Finde mich jetzt eine in sich abgeschlossene Geschichte. Und ich habe, als ich angefangen habe zu lesen, erst mal gesehen, das Buch ist sogar signiert von der Autorin. Das finde ich sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle erstmal noch an den Piper Verlag für dieses richtig, richtig coole Paket. Ich habe mich mega darüber gefreut und als ich das Buch jetzt hier gelesen habe, habe ich mich noch mehr gefreut, denn diese Geschichte hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Geschichte einfach nur rundum entzückend, sehr, sehr liebevoll. Sie war kitschig, sie war schmalzig an den richtigen Stellen, aber sie hatte halt auch einen ernsten Hintergrund und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, was genau mir gefallen hat und worum es in diesem Buch eigentlich geht, das verrate ich euch jetzt. In diesem Buch geht es um Tamsin und Tamsin hat ihr Leben, wie es bisher gelaufen ist, einfach nur satt. Ihre Eltern haben ihr immer vorgeschrieben, was sie tun soll, was sie anziehen soll, was sie machen soll, wo sie studieren soll und es reicht ihr jetzt einfach. Und ja, Tamsin beschließt, dem Ganzen ein Ende zu setzen und flüchtet quasi in der Nacht aus ihrem Elternhaus und flüchtet in die Stadt Purley. Purley ist eine Studentenstadt und sie hat sich dort heimlich an der Uni beworben und ist angenommen worden. Und sie hat aufgrund dessen, dass ihr Großvater ihr ein Erbe hinterlassen hat, auch die finanziellen Mittel, um das Ganze durchzuziehen. Also sie ist jetzt nicht Hals über Kopf einfach da losgerannt, sondern sie hatte auch schon einen Plan dahinter. Und das war schon mal das Erste, was ich gut fand. Tamsin ist also losgezogen, um aus ihrem Elternhaus zu entkommen, denn sie hat sich dort absolut nicht mehr wohlgefühlt. Ihre Eltern haben ihr nur vorgeschrieben, was sie machen soll, was sie tun soll, wie sie ihr Leben leben soll. Und ich kann das gut nachvollziehen, dieses Gefühl, wenn man sich eingeengt fühlt und das Gefühl hat, nicht man selbst sein zu können. Und ja, deswegen konnte ich Tamsin da von Anfang an auch wirklich sehr, sehr gut verstehen. Und in Purley angekommen hat Tamsin natürlich auch Vorsätze für sich. Sie möchte studieren, sie möchte das Single-Leben genießen und sie will vor allen Dingen erstmal nichts mehr mit Kerlen zu tun haben, außer mit ihrem besten Freund Sam, den sie halt auch wirklich schon von ganz klein auf kennt, der auch in Purley lebt. Und wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, ist dieser Plan nicht so einfach umzusetzen. Denn als Tamsin in Purley ankommt, lernt sie Rice kennen. Und Rice ist anders als alle anderen Männer, die sie bisher kennengelernt hat. Denn Rice hat eine Vergangenheit, die man niemanden wünscht. Er saß 6 Jahre lang unschuldig im Gefängnis und ist jetzt vor kurzem erst wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Und kommt mit seinem Leben im Moment einfach nicht zurecht. Er kann sich in dieser Welt nicht mehr zurechtfinden. Er versteht das alles nicht mehr. Und als er dann auf Tamsin trifft, lernt er nach und nach, was es denn eigentlich heißt, wieder einem Menschen zu vertrauen und sich einem anderen Menschen gegenüber zu öffnen. Und ja, was mit den beiden dann alles passiert und ob Tamsin ihre Vorsätze einhalten kann. Natürlich tut sie das nicht, das können wir uns aber auch alle denken. Ja, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Und ja, Rice hat noch ein Geheimnis, was er Tamsin nicht verrät. Und was das für ein Geheimnis ist, das werde ich euch natürlich auch nicht verraten. Ja, mehr kann ich zum Inhalt auch nicht sagen, ohne zu viel zu spoilern. Das ist jetzt im Groben auch das, was hinten auf dem Rückband steht. Und das Licht will mich heute schon wieder ärgern. Merkt ihr das? Ich werde schon wieder hell und dunkel und hell und dunkel. Ich gebe es auf. Ich höre jetzt auf, hier mit dem Licht rumzufluchen. Aber ja, wir haben heute wieder Wolken und Sonne, deswegen kann ich bei diesem Licht einfach nur verlieren. Ich kann machen, was ich will.
Es ist einfach nicht cool. So, ja, kommen wir zurück zu Finde mich jetzt. Ich kann nur sagen, dass mir das Buch vom Inhalt her sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Geschichte und wie sich das Ganze entwickelt hat, wirklich sehr, sehr toll. Ich fand die Geschwindigkeit, in der die Geschichte erzählt wurde, wirklich sehr, sehr toll. Ich finde, diese Geschichte ist kitschig und übertrieben und überzogen und auch streckenweise ein bisschen unrealistisch. Aber man kann sich halt komplett in die Geschichte hineinversetzen. Und ich finde, wie das Ganze abgehandelt wurde, wie der Verlauf der Geschichte ist und wie das auch alles rübergebracht wurde, war mega gut. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da darf das auch gerne kitschig und überzogen und ein bisschen unrealistisch sein. Das stört mich ja an solchen Punkten nicht. Es ist eine absolut tolle Geschichte über zwei junge Menschen, die versuchen, ihren Platz im Leben zu finden und die versuchen herauszufinden, wo sie eigentlich genau hingehören und was sie halt eigentlich auch vom Leben möchten. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann euch, was das betrifft, das Buch auf jeden Fall nur empfehlen. Wer gerne New Adult Contemporary Romance Geschichten liest, sollte sich das Buch hier auf jeden Fall angucken. Ich finde halt auch, dass die Charaktere richtig, richtig toll waren. Also ich mochte Tamsin von der ersten Seite an und genauso ging es mir mit Rice. Ich konnte mich bei beiden komplett hineinversetzen, was sie durchgemacht haben, warum sie so sind, wie sie sind. Man liest das Buch im Übrigen auch aus der Sicht von Tamsin und von Rice, was natürlich auch nochmal einen guten Blick auf ihn auch gibt. Ich muss ja auch sagen, dass ich es inzwischen echt toll finde, wenn man aus der Sicht von beiden lesen kann, weil man da halt echt einen guten Einblick auch auf ihn nochmal bekommt und seine Gefühlswelt. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn man nur aus einer Sicht liest, aber dann finde ich, muss der Autor das Ganze richtig rüberbringen, dass man auch den Gegenpart gut vermittelt bekommt. Und das, finde ich, halt in diesem Buch hat sehr, sehr gut funktioniert, dadurch, dass man aus beiden Sichtweisen liest. Und es war auch immer schön der Cut bei den Szenen. Also es war jetzt nicht so ein abruptes Ende und so, hey, jetzt habe ich einen Sichtweisenwechsel drin, warum das denn? Also die Wechsel waren auch super gut gewählt, dass man da sich ohne Probleme zurechtfindet. Ich kann nur sagen, was unsere zwei Protagonisten in diesem Buch betrifft, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Aber auch die Nebencharaktere waren mega gut. Ich habe auf Seite 100 ungefähr erstmal geguckt, um wen es im zweiten und dritten Teil geht, weil es mich mega interessiert hat, weil ich dachte so, okay, wer von den Schätzchen hier ist aus Buch Nummer 2 und wer von den Schätzchen hier ist aus Buch Nummer 3? Und ich freue mich wirklich sehr auf Buch 2 und auch auf Buch 3. Ich bin sehr gespannt, was die Autorin da für Geschichten herauszaubert. Ich möchte auf jeden Fall hier weiterlesen. So viel steht fest. Ich finde das Buch wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, die Charaktere sind super gut gelungen. Also auch die Nebencharaktere, die man jetzt so kennengelernt hat, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Haben die Hintergründe der Nebencharaktere gut gefallen. Gerade bei Zelda denke ich mir so, oh, das wird interessant, was da dann noch kommen könnte. Und ja, ich kann nur sagen, was die Charaktere betrifft, hat die Autorin absolut super hingekriegt. Ich war voll dabei. Ich war voll bei den Charakteren. Ich habe voll mit denen mitgefühlt. Und ihr wisst, das ist für mich so das A und O, dass ich bei den Charakteren auch dabei bin, dass ich mit ihnen fühle und mich halt auch in sie hineinversetzen kann. Und das hat die Autorin hier definitiv geschafft. Was das Setting betrifft, befinden wir uns in Purley. Purley ist eine Studentenstadt in Kalifornien, in den USA. Und ja, ich kann zum Setting nur so viel sagen, dass es für mich super gepasst hat. Die Autorin hat jetzt nicht extrem viel Wert drauf gelegt, Orte und Dinge zu beschreiben, was mich absolut nicht gestört hat. Also ihr wisst, ich bin kein Freund davon, wenn man bis in die kleinste Tischdecke detailliert beschreibt, was die für ein Muster hat. Das brauche ich nicht. Die Autorin hat die Orte, die sie gewählt hat, gut gezeichnet. Sie hat sie gut umschrieben und beschrieben, kurz und knackig, ohne dabei ausschweifend zu werden. Und das war für mich richtig toll. Mir gefällt das Setting, was sie gewählt hat. Ich finde die Orte, wo sie die Geschichte hat spielen lassen, wirklich sehr, sehr gelungen. Ich finde das Café, wo Rice arbeitet, richtig toll. Ich finde die Wohnungen der beiden hat sie super beschrieben. Und auch das Unileben, was man so mitbekommt, kann man sich super gut vorstellen. Also was das Setting betrifft, hat die Autorin hier auf jeden Fall auch alles richtig gemacht und wie gesagt, hat sich da nicht in den Details verloren, sondern hat alles kurz, knackig auf den Punkt gebracht, sodass ich mir das auch alles wunderbar vorstellen kann. Und ja, was das Setting betrifft, hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Kommen wir als letztes noch zum Schreibstil und hier kann ich auch nur sagen, dass der Schreibstil ein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil ist, dass man echt mega leicht durch diese Geschichte durchfliegt. Ich habe das Buch in die Hand genommen, ich habe es angefangen zu lesen, ich habe gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und dachte so, verdammt, du musst jetzt schlafen gehen. Egal, ich lese noch eine Stunde weiter. Also der Schreibstil fesselt einen auf jeden Fall, also auf jeden Fall hat er das bei mir geschafft. Und es ist halt ein ganz einfacher und lockerer Schreibstil und die Geschichte ist halt wirklich gut erzählt und sie ist spannend erzählt, sodass man halt auch dranbleiben möchte und halt auch wissen möchte, wie geht's denn jetzt mit den Charakteren weiter? Was passiert denn jetzt als nächstes? Und das finde ich einfach mega gut und das hat die Autorin ja super cool hingekriegt. Und ja, man bleibt auf jeden Fall dran an der Geschichte beim Lesen. Und ja, mal abgesehen davon, dass der Schreibstil locker
leicht und einfach ist, kann ich ja sagen, sie hat streckenweise sehr, sehr schöne Metaphern hier verwendet. Sie hat ganz, ganz tolle Beschreibungen und auch Umschreibungen, was die Artikulation betrifft in diesem Buch. Und der Schreibstil ist kitschig, er ist romantisch, er ist süß, er ist auch ein bisschen sexy, denn es kommen auch ein, zwei erotische Stellen in diesem Buch vor, aber das ist nicht viel. Also das dominiert auf jeden Fall die Geschichte nicht. Ich kann nur sagen, dass der Schreibstil mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Was soll ich euch erzählen? Es war ein super tolles Buch. Für mich hat hier einfach alles gepasst und es war für mich stimmig und ich habe Lust auf mehr. Und ich habe dann hinten gelesen, dass die Autorin Katinka Engel ja bereits Literaturwissenschaft studiert hat und als Übersetzerin und Lektorin auch gearbeitet hat. Und da denke ich mir, okay, dann wundert es mich nicht, dass diese Frau so ein gutes Debüt hier raushaut. Also wirklich ganz, ganz großes Lob an die Autorin. Dieses Buch hat mir unglaublich gut gefallen. Ich freue mich auf den zweiten und auch auf den dritten Teil. Ich möchte diese beiden Bücher auf jeden Fall lesen. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal an den Verlag, dass ihr mir das Buch hier einfach zugeschickt habt. Der Piper Verlag hat das ja einfach drauf, mir Bücher mal zu schicken, die mir gefallen, ne? Erst Diamonds for Love und jetzt das und mal gucken, was als nächstes kommt. Also Verlag, ihr dürft mir gerne in Zukunft wieder irgendwelche Pakete zuschicken mit Liebesromanen. Ich freue mich auf jeden Fall. Mehr kann ich zu dem Ganzen auch nicht sagen, außer dass es eine tolle Geschichte ist und ich euch das Buch wirklich nur empfehlen kann. Wenn ihr gerne Liebesgeschichten lest, schaut euch Finde mich jetzt auf jeden Fall an. Ich muss auch sagen, dass das Ende von der Geschichte mir sehr gut gefallen hat, weil das nicht so ein 100% Happy End ist. Das ist nur so ein 90%iges Happy End, weil in anderen Geschichten hätten andere Autoren das Ganze vielleicht zu 100% als Happy End gemacht, wo ich dann aber sage, das wäre mir zu unrealistisch gewesen. Und so wie die Autorin das Ende hier aufgelöst hat, perfekt. Hat mir ultra gut gefallen. Und wie gesagt, ich finde, es ist kein 100%iges Happy End, sondern vielleicht nur so 90%. Aber das hat mir unglaublich gut gefallen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was ich damit meine, schaut euch das Buch hier auf jeden Fall an. Das war meine Buchvorstellung zu Finde mich jetzt von Katinka Engel. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.